Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Transport Inc. Wer den Schirm hier noch kennt, der hat die letzte Folge gesehen. Ich nehme die Folge jetzt hier gleich im Anschluss an. Ich habe gerade einen Lauf. Von dem her geht's gleich los. Und damit heyo aus dem Schnitt. Ihr werdet im Laufe der Folge bemerken, dass das hier ein etwas anderer Schnittstil ist im Vergleich zu den Folgen davor. Ich habe gedacht, ich versuche es mal etwas ruhiger, weniger hektisch wie die letzten Folgen. Ihr könnt euch die Folge gerne angucken und danach in den Kommentaren Bescheid geben, was ihr besser findet. Ich dachte mal, ich versuche es einmal und guck mal, was die Zuschauer sagen. Also, wir hören uns nachher nochmal. Viel Spaß beim Zusehen. Wir fangen jetzt mal in Großbritannien an und nicht wie immer in Frankreich. Das ist ja schon mal was Neues. 80.000 Economy Class, 20.000 erste Klasse und 70.000 Frachtgüter. Ja, ich denke mal, das kriege ich hin. Also, dann würde ich sagen, legen wir los. Das ist schon mal kein guter Start in die Runde. Ja, grandios. Ich denke mal, wir werden ziemlich direkt auch expandieren müssen ins Ausland. Frankreich kostet 500.000. Okay. Was kostet dazu? Ach ja, wir müssen ja erstmal die Lizenz für Züge kaufen. Die ist ja auch noch da. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal wieder mit Bus an. Wobei ich den Fokus dieses Mal immer noch auf die zweite Klasse legen würde. Zack, zack. Und zack. Mal sehen. Den Leuten hier gefällt es gar nicht. Besserer Motor. Ich habe noch nirgendwo Güter bis jetzt was, ne? Dann noch so einen kleinen Transporter. Oh, London-Liverpool. Das waren jetzt normale, oder? Ja. Einfache Leute. Wir haben gar nirgendwo die Nachfrage. Oh Gott. Das ist ja echt kein guter Start hier. Was sind denn die Leute hier in Großbritannien so exigent? Warum wollen die denn so viel? Wir kriegen hier alles hin und her. 24 Leute, das sehe ich so einen Bus. Yep. Ich sehe 29 Fracht, ich sehe einen Kleintransporter. Mehr aber nicht. Was aber auch nicht klappt. Obwohl es klappen müsste. Ja, vermutlich ein Euro weniger. Das müsste reichen. Mit Belfast können wir nichts anfangen. Belfast kriegen wir nur hin, wenn wir Flugzeuge haben. Edinburgh Dings.
Und jetzt müssen wir mal ein bisschen warten. So, das hier klappt ja überhaupt nicht, wegen der Geschwindigkeit und dem Komfort. Ich kann am Komfort ein ganz klein wenig was machen, aber jetzt nicht die Welt. Das wird es vermutlich nicht reichen. Nein. Dann. Wir haben nirgendwo den Bedarf. Für Sekunden 30 Passagiere. Aber naja. Das ist zumindest besser als nix. Du super Bus. Alter, bitte fertigstellen. Top. Geschwindigkeit ist zwar am Arsch, aber gut, das klappt schon mal. Bus wird wieder voll, Bus wird wieder voll. Grandios. Dann mache ich Birmingham. Wobei, aktuell noch nicht. Aktuell noch nicht. Birmingham kann man noch viel mehr Gütertransport machen. London, Birmingham. Was haben wir bis jetzt? Wir haben überhaupt kein Güter her. Na gut. Dann, wie viel? 80. London, Birmingham. Wird er voll? Wird er nicht. Jetzt wird er voll. Das wird ja alles voll. Außer das hier. Wo Nachfrage eigentlich da ist. Aber ich denke mal, ich brauche erstmal nicht mehr Haltbarkeit. Ich brauche einfach mehr Geld. Liverpool, Norwich. Haben wir 88 zweite Klasse und 20 Liverpool Norwich. Und das hier wird vermutlich nicht funktionieren, aber ich versuch's mal. Okay. Geht noch ein bisschen weiter auseinander, damit ich euch auseinanderhalten kann. Komfort. Was kostet das Upgrade? Na gut. Dann müsst ihr aber auch ein bisschen mehr blechen. Also ein bisschen mehr muss sein. So, das war jetzt 3,8 irgendwas. 40,90. 40,52. Na gut. Vielleicht macht es doch einen größeren Unterschied, am Preis rumzuspielen. Hull Liverpool. Da sehe ich sowas. Und noch einen kleinen Transporter drauf. So, die Busfahrer sind unzufrieden. Ihr kriegt wieder hier eure 3,5. Das habe ich ja gesagt. So, was hat es hier mit dem mit der Tochtergesellschaft auf sich? Eine Tochtergesellschaft übernimmt ihre Aktivitäten in der gewählten Region. Das Erstellen von Routen, das
Festlegen von Preisen und das Reparieren von. Das Reparieren von. Ah ja. Möchten Sie eine Tochtergesellschaft gründen für 500.000? Nee, dann möchte ich nicht. Okay. Wie ist es hier mit Darlehen? Ich kann bis 350 aufnehmen. Und das, okay. Ich weiß nicht, ob ich das verwenden würde. Klingt für mich jetzt irgendwie nicht ganz so interessant. Dann blenden wir alles aus. Wie sieht's hier aus? Wir haben doch hier auf dieser Strecke diesen superschnellen Bus hier. Der hier mit etwas Komfort ausgestattet wurde, oder? Ja. Ich würde mal gucken, ob man den Bus oder Upgrade nochmal vollkriegt. Weil die Strecke lohnt sich. Aber ne, kriegt man nicht. Dann höherer Komfort. So, genau, der kommt da an. Und der nimmt es auch noch mit. Vermutlich, ja, es wäre noch für eine dritte Strecke da, aber ich lasse es jetzt mal. So. Swansea Hall. Genau, wehe, du wirst jetzt nicht voll. Ach. Naja, Bauarbeiten, dafür kann ich ja nichts. Aber sonst sieht eigentlich gerade alles okay aus. Ich habe... genug für meine Zuglizenz, aber das wäre mir jetzt noch ein bisschen zu schnell. Vor allem Zuglizenz finde ich jetzt in dem Sinne auch nicht interessant, weil es geht jetzt wirklich darum, große Quantitäten zu befördern. Nicht unbedingt mehr Geld zu verdienen. Züge sind halt interessant auf wirklich langen Strecken, denke ich zumindest. Weil es doch was teurer ist. Naja. Und dadurch bringen sie halt auch weniger hin und her in einer gewissen Zeit. Auch wenn man deren Platz quasi so gut wie verdoppeln kann. Aber ja, naja. So, die einzige Verbindung, die wir hier rüber haben, ist aber per Zug. Also entweder... ja. Ich kaufe Luxemburg, damit kann man nicht falsch fahren. Guck mal hier, Lüttich-Brüssel haben wir Nachfrage. Perfekt. Haben wir auch was? Ja, haben wir. Haben wir, perfekt. Nehmen wir das auch noch mit. So, einmal Ditter, einmal Ditter. Sind voll und voll, perfekt. Dann einmal. Einmal Ditter. Einmal Ditter. Alles gut bei euch? Ja, alles gut. Ich frage mich jetzt die Tochtergesellschaft. Dafür muss ich jetzt ein bisschen warten. Eine halbe Million
Geld kriegen. So, Luxemburg, Lüttich, Luxemburg, Brüssel, alles. Alles gut. Es ist alles hier zu gebrauchen. Ich bin so ein Depp. Der wird nicht voll. Oder? Doch, der wird voll. Ich frage mich jetzt bei der Tochtergesellschaft. Wird ja gesagt, in einem ausgewählten Gebiet. Ist das Gebiet ein Land? Weil wenn ich sagen würde, hier Gebiet Luxemburg, das ist ja unnütz, sage ich mal. Aber das, damit werde ich auf jeden Fall rumprobieren. Es sind Passagiere, die hier hin und her wollen. Lassen wir Passagiere hin und her. Luxemburg, Lüttich. Genau. Ja, defektes Fahrzeug. Okay, Moment. Liverpool. 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 Hall. Hall. Birmingham. Birmingham. Puh. Hi. Hi. Ja, ein Depot. Dann stellen wir unseren Manager ein. Du kriegst schon mal die Fahrzeuge. Außer jetzt nicht. Wobei. Doch, doch, doch. Du machst alles. Standard. Genau. Du kümmerst dich ja darum, dass das Fahrzeug ins Depot kommt. So, wenn ich mich jetzt gerade mal so vergleiche mit der KI. Wir sind jetzt gar nicht so schlecht dabei aktuell. Wir haben auf jeden Fall die Nase groß vorne. Vermutlich machen sie jetzt deutlich langsamer als vorhin. Zumindest gefühlt. Nee. Also, die Strecke haben wir. Die Strecke haben wir. Da habe ich auch, glaube ich, alles einmal drauf. Außer erste Klasse. Das habe ich noch nicht drauf. Dann setze ich das mal noch drauf. Ich hoffe, dass es klappt. Jo. Manager, alle Fahrzeuge. Und du kriegst auch alle Fahrzeuge zu tun. Dann würde ich auch gleich in Lüttich. Ja, Lüttich. Ein Depot bauen. Einfach nur, damit es schon da ist. Wenn ich hier nachher nach Deutschland rübergehe, dann ist Lüttich eigentlich so ein ganz netter Punkt. Ich habe vorhin Luxemburg gehabt, aber etwas nördlicher ist, denke ich mal, auch nicht verkehrt. Ansonsten glaube ich, habe ich. Ich glaube, Lüttich, Brüssel habe ich selber noch nicht. Da kann auch noch so ein Mini-Transporter drauf. Und damit nochmal Grüße aus dem Schnitt, hier zum zweiten Mal. Ich habe natürlich während der Aufnahme nicht bedacht, dass ich dann jetzt hier einen Cut setzen würde. Von dem her verabschiede ich mich jetzt hier aus dem Schnitt, aus dieser Folge. Wie gesagt, gebt mir ein bisschen Feedback unten in den Kommentaren, wie findet ihr jetzt diesen Schnittstil? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.